Mami, Mami, er hat gebohrt. Wir sind hier am Asteroiden und müssen die letzte Probe bergen. Hier in Heavenly Bodies zusammen mit Daniel. Hallo. Hallo. Ja, und jetzt? Das Karies ist weg und du machst jetzt die Wurzelbehandlung, ne? Jetzt muss ich gleichzeitig, das ist ja vielleicht mühsam. Ja, genau. Yes, oh Gott. Jetzt muss ich ja den Bohrer da wieder rauskriegen, fällt mir da ein. Oder war das die Mission? Oder vielleicht war es das schon. Wäre mir ganz lieb. Alleine. Ja, wäre mir ganz lieb. Hast du gut gemacht mit dem Cliffhanger in der letzten Folge. Man weiß ja immer nicht. Aber vielleicht hast du es gar nicht ironisch gemeint. Ah doch, es muss doch weitergehen. Kehre zur Raumstation zurück und kopple die Fehlt da nicht noch was? Kopple die Förderungskapsel. Naja, gut. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich wieder in Bohrer... Ah, Mann. Ausschalten lassen. Ja, ja, ja. Kann ihn gerade nicht ausschalten. Obwohl, man hört was, ne? Doch, er ist aus. Er blinkt jetzt so komisch. Komm da raus. Warte, ich halte mich mit der anderen Hand fest. Ich ziehe, ich ziehe. Ach Mann, ist das krüppelig. Warte, warte, warte jetzt. Oh, anders. Ist das so? Ja, am Schlauch ziehen, genau. Ja, naja. Wie am Kabel ziehen statt am Stecker, ja. Na, aber wenn es sonst nicht geht. Mach das jetzt ein paar Mal und irgendwann ist der raus. Wäre natürlich sinnvoller, wenn ich da oben gewesen wäre. Da, so siehst du. Gewalt hat schon immer Probleme gelöst. Ja, 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 ja. Gewalt ist eine Lösung, ja, ja. Kennt man ja. So, dann kannst du jetzt wieder. Obwohl, möchtest du mal navigieren? Wollen wir jetzt mal zur letzten Tasche? Er will gar nicht, na toll. Dann muss ich den Scheiß wieder machen, ja, super. Gut, dann parkst du den Schlauch wieder ein und ich navigiere dann. Ja, wenn ich irgendwie wieder da runterkomme. Und ehrlich, die Luke ist mir kackegal. So, erstmal. Ach, du brauchst ja den Schlauch gar nicht einpacken. Der schlackert hier einfach rum, oder? Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich fahr schon mal los. Oh Gott. Warte, warte. Oh je, Mini. Wo fahren wir denn lang? An den Asteroiden. Unser Border, der arme Border. Hat niemand was getan. Oh, es gab mal dieses eine Unterwasser-Level in Earthworm Jim, wo man auch mit Düsen da und unter Zeitdruck durch musste. Down the Tubes oder wie das hieß. Das Ding war schwer. Kennt das noch jemand? Ich weiß es nicht, ich nicht. Aber Wasserlevel zum Allgemeinen. Jetzt ist er gierig hier. Jetzt ist er gierig und will hier mit Vollgas zurück zur Station. Wenn gierig das neue Wort für unfähig ist, dann meinetwegen. So, warte mal. Da ist ja unser Satellit. Guck mal. Ja, stimmt. Da fahre ich jetzt mal dran vorbei. Also auf der Shepard müssen wir die Mission neu machen. Neuen Satelliten bauen. Da. Das ist ja, der ist ja auch angeeckt. Das ist ja niedlich. Das ist die nächste Mission, sage ich dir, dass wir den Satellit befreien müssen. Warte, warte, warte. Da war doch eine Linse, die du extra immer ausrichten wolltest, richtig? Ist die jetzt unten dran? Tatsächlich? Ja, ich glaube schon. Dann sieht der ja nichts. Kann das sein, dass es irgendwie so eine Art... wir haben doch so Herausforderungen, die wir immer freigeschaltet bekommen, oder? Eine Mission, dass das vielleicht eine Herausforderung ist? Ich will hier keine Herausforderung machen, wie gesagt, in diesem Spiel. Kaum hört das Wort Herausforderung, dreht das sofort ab, ja. Es ist eine einzige Herausforderung, hier irgendwas zu machen in diesem Spiel. Oh, was? Noch 1,5 Kilometer? Das ist ja... Das ist ja richtig weit weg. Okay, jetzt gebe ich aber ordentlich Dampf. Was ist denn da rot? Ach, das war unsere erste Probe. Mhm. Okay. Obwohl die... Es geht schon recht schnell runter. Ne? Oh, 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 oh. Jetzt muss ich abbremsen. Ah! Oh, Jemine. Das wäre ja eine Kollision geworden. Okay, warte, so... Auf der Minimap sieht sowas immer unbefriedigend aus, aber wenn man dann in echt guckt, ist man ja doch recht schnell. Oh, da kommt das nächste Feld. Wo gehe ich lang? Hier gehe ich lang. Ja. Okay, jetzt gebe ich zu, crashe ich hier gerade gegen so ein paar Kleinteile. Aber noch ist ja nichts passiert und wir sind ja schon bald wieder zu Hause. Die gute Hälfte haben wir schon geschafft. Es ist, geht rapide nach unten. Und in dem Fall ist es sogar was Gutes. Ja, genau, kann man so oder so sehen.
So, jetzt sind wir ja auch schon aus dem Asteroidenfeld raus. Die Kamera ändert sich schon. Okay. Müssen wir da jetzt wieder einparken? Ich denke doch schon. Traust du mir das nicht zu, oder was? Ich weiß nicht. Guck mal, wie ich das mache. Mit geöffneter Luke. Aber wir haben ja keinen anderen Piloten da, also, ne? Man muss doch, das ja dich. Schaffen. Aber du wolltest ja gerade nicht da rein. Du willst ja lieber Sprüche klopfen hier. Guck, wie ich das mache. Ganz sanft. Das mit dem Schlauch ist zwar... Aber da hast du dich halt nicht drum gekümmert. Dafür kann ich ja nichts. Ey, Moment mal, ja? Ich flieg schon mal los und seitdem pimmelt das Ding da wie sonst irgendwas da rum. So, wie dockt so, denn das Ding jetzt? Das ist der Schlauch an? Im Weg. Das haben wir jetzt davon. Ach so. Ja, dann musst du den leider nochmal einholen. Oder ich drehe mich einmal, dann ist der auch weg. So, warte mal. Hui, schöne Pirouette. Tata. Ja, jetzt hat er das Ding in Trall. Das kommt wieder zurück. Siehst du gerade, ne? Bumm. Ja, aber jetzt stört's uns nicht mehr. So, darum ging's doch nur. Guck, wie schön ich das mache. Wie schön ich das mache. Wie schön ich die Luke gerade wieder zumache. Tatsächlich, ich bin dran. Ach so, jetzt muss ich... Ach, jetzt muss ich diese Schalter hier machen. Das ist ja auch... Warte. Ah, einen habe ich. Sehr gut. Muss ich den roten noch machen? Nee, der rote... Ja doch, der rote... Nee, der rote war für die Kapsel-Luke, ne? Ach ja, stimmt. Ah! Aufmachen, da die Mineralien... Ich Idiot, jetzt habe ich die in die Verarbeitungsrohre. Mann, warum ist denn das immer so mühsam hier? Lass. Ey, wir haben hier Steinchen. Das ist ja wie am Strand, ja, wenn du hier Sand in den Schuhen hast. Ja, genau. Wieso kann ich denn die Kapseln nicht greifen? Ach so, weil ich die falschen. Oh, raus hier. Oh Gott, oh Gott. Ach. Ach so. Da hätte ich ja drin bleiben müssen. Die müssen wir jetzt alle nach und nach. Ach ja, genau. Du schmeißt sie mir einfach hin. Das ist ja überhaupt das Einfachste. Ja. Bin ich. Nichts leichter als das. Geh nicht Daniel. Davon aus, dass ich hier einen Plan habe, ja? Mach schön. Ja, ja, das sieht nach einem Plan aus. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich... Nein. Oh Mann, jetzt habe ich mich jetzt selber wieder verkantet. Ey, das kann doch nicht sein. Man kann hier einfach... Es ist so sinnlos. Ich kann dir nicht helfen. Es tut mir leid, aber es ist schon schwer genug, hier überhaupt rauszukommen. Oh Gott, ich navigiere mich hier selber raus. Ich glaube, es ist das Einfachste, wenn man die vor sich her schiebt. Wenn du es schaffst und sie hier oben hin feuerst, dann kann ich sie gerne, Mann, in Empfang nehmen. Aber ansonsten weiß ich nicht, was ich helfen kann. Weil sobald ich da reingehe, komme ich rückwärts nicht wieder raus. Das ist also der eine kommt jetzt ja. Den lasse ich jetzt auch erstmal durchschweben. Bevor da was Schlimmeres passiert. Okay, super. Wahrscheinlich geht er schon selber rein und ich muss gar nichts machen. Obwohl, naja. Der geht wirklich selber rein. So. Reingefropft. Strampel hier. Nein! Mann! Das ist doch... Nicht nach unten. So, nach oben, bitteschön. Komm schon, geh da rein. Ah! Gott, ist das alles mühsam. Jetzt komm. Oh, okay, der zweite ist drin. Den dritten machst also du aber. Also den roten, ja, irgendwie will der nicht. Der will immer nur nach links und rechts. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir mit zwei in einen abgebrochen, die da reinzumachen. Ich dachte, einen lasse ich dir. Na super. Ich habe gerade... Hey, geh doch mal aus dem Weg. Du sabotierst mich hier. Ja, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe gerade... aus Langeweile. Ja, na wunderbar. Ich habe den gerade eben draußen gehabt, ja. Das tut mir leid. Ich habe gerade aus Langeweile mit dem Beinchen gestrampelt und habe vergessen, dass ich mich dadurch ja auch schon wieder bewege. Ich bleib jetzt hier. Gut. Der musste jetzt wirklich da noch rein? Ja. Die Reihenfolge? Die Richtung? Wir haben ja auch offen mit Reihenfolge. In Richtung ist auch egal. So zu drei Viertel habe ich sie drin gehabt und dann haben sie es angelegt. Sehr gut. Lade die Mineralprobenkanister in die Verarbeitungsrohre. Ja, das haben wir ja gemacht. Abgeschlossen. Genau, okay. Durchverstanden. Okay. Das waren jetzt doch wieder 10 Minuten in der Mission. Also erzähl mir nichts von schlechtem Cliffhanger. Da war noch genug zu tun, ne?
Och Mann. Schon. Errungenschaft Proben erlangt. War ja auch nur ein Stündchen. Oh Gott. Immerhin sind wir unter der Stunde geblieben. Das hätte auch länger dauern. Ja. Okay, Nummer 5. Sauerstoff. Oh nein. Bitte nichts mit Timing. Errichte einen gesunden Garten, um die Sauerstoffvorräte aufzufüllen. Naja, wir sind ja... Wir sind ja in unseren Anzügen, also wir selber haben hoffentlich keinen Sauerstoffmangel. Das Gartenlabor bietet die natürlichen Standortbedingungen für die Durchführung von Experimenten zur Sauerstoffproduktion. Okay. Frühere Versuche, einen Pflanzenlebenszyklus aufrechtzuerhalten, haben nur begrenzten Erfolg gebracht. Neu erworbene Mineralproben könnten jedoch eine Lösung dafür sein. Oder die magische 3 hier. Du musst im stillgelegten Garten das Sonnenlicht wiederherstellen und die Proben verarbeiten. Fliegen wir zur Sonne? Kann man Sonnenlicht wiederherstellen? Errichte einen gesunden Garten, um die Sauerstoffvorräte aufzufüllen. Eieiei. Oh, pff, da haut's uns schon. Genau, du bist an der Quelle. Achso. Bunk. Warte mal. Ich mach schon wieder mit dem Kopf aus. Was man ansonsten schon mal... Mann, geh da runter jetzt. Achso. Deine scheiß Ärmchen. Mann. So, errichte einen gesunden Garten, um die Sauerstoffvorräte aufzufüllen. Ziele. Öffne die Sonnenblenden. Das ist da oben rechts, wo die Sonne herkommt, ne? Mhm. Mit gelbem Hebel. Okay. Wir gucken später nochmal rein, ne? Entferne verstorbene Pflanzen. 11 Stück, okay. Verarbeite die Mineralproben, um den Bodenspender aufzufüllen. Züchte neue Pflanzen. 10 Stück. Starte den Sauerstoffextraktor. Na, fantastisch. Okay, also erstmal die Sonnenblende, ja? Das klingt einfach genug. Die Sonnenblende klingt einfach genug. Das ist schon aufgegangen? Ich sehe da unten einen roten Knopf, genau da, wo du jetzt bist. Was macht denn der? Das weiß ich nicht. Du hast noch einen Bericht angefordert, glaube ich. Ja. So, warte, ich muss das ausprobieren. Klick. Ach, das ist O2, das da steht es ja schon. Da brauchen wir sicherlich am Ende Strom für oder irgendwie so einen Käse. Ja. Na, oder erst am Ende, wenn wir die Pflanzen in Position haben. Okay, dann mach mal die Sonnenblende. Aber hier ist ja noch überall Eis. Müssen wir es entfernen? Ja, scheiße. Eng. Oh je. Ratsche. Ja, naja, ja. Warte mal, das ist aber auch die falsche Richtung, glaube ich, was ich da gehört habe. Der Hebel muss doch sicherlich. Ach so. Ich schaue mich mal hier ein bisschen um, ob da irgendwas ist. Hier ist ein Kabel. Ah, das lösen wir alles erst noch. So ein Scheiß. Na, vielleicht hast du recht. Vielleicht geht die andere Richtung. Ach, hast du die andere Richtung? Nee, geht auch nicht. Geht auch nicht. Okay, warte dann. Ach, da, ach, links können wir auch noch nicht rein. Okay, dann müssen... Ich glaube, wir müssen da irgendwie raus oder so vielleicht erst. Dann würde ich oder es... Da ist noch so eine grüne Luke. Ja, genau. Ich würde es jetzt mal hier rechts probieren. Betonung auf probieren. Das ging erstaunlich schnell. Erfreulich schnell. Okay, dann zappel ich mich mal an. Oh, da. Da, ach so. Haben wir denn irgendein Werkzeug dafür, was wir brauchen? Warte. Oh. Jetzt ist Strömung. Ich glaube, das war schlecht. Ein kleiner Vorfall ist meine Errungenschaft. Ich versuch mal. Ich versuch mal den anderen Hebel. Oh. Oh. Erstmal mache ich mich fest. Jetzt kann gar nichts mehr passieren. Nein, ich muss... Scheiße, das war nicht nachgedacht. Ich hätte die Schleuse zumachen müssen. Strampel dahin los. Alter, es ist immer wieder spannend, ne? Mann, jetzt will nicht. Okay, erstmal dahin. Erstmal da festhalten. Erstmal rausströme. Oh, also da, wo du angreifst, ist der Hebel wahrscheinlich gleich abgebrochen. Ah, Mann, das ist so furchtbar. Jetzt komm schon. Das ist... Oh, puh. Junge, war das wieder mühsam. Okay, also soll ich gucken, ob ich außen was mache, ne? Ja. Warte. Ist jetzt aber ungünstig, dass ich mich an dieses Seil festgemacht habe. Dann komme ich ja wiederum nicht weiter, ne? Ach, das wird länger. Wird das länger? Wie lang wird das? Ich guck mal, wie weit ich hier rauskomme. Ja, hier ist Schluss. Nee, das ist Blödsinn. Das. Hallo? Warum kann ich das nicht abmachen? Achso, ich muss greifen, ne? Nee, auch nicht. Doch, ja, doch. So. Ja.
Okay, wo sollen wir denn ansetzen? Muss ich hier so ein Metallteil rausnehmen, ne? Das sieht so aus, ja. Ach, sehr gut. Guck, wie schnell ich das geschafft habe. Okay, dann... Sag mal, warum bist du denn nicht am Hebel? Guck da mir die ganze Zeit nur zu. Weil du mich weggeströmt hast, Kollege. So. Oh. Hilfe, ich sehe mich nicht. Ja, schön, dass die Aufgabe erfüllt ist, aber wo treibe ich? Scheiße. Egal, wir haben einen Checkpoint. Das stimmt natürlich. Okay, Handbuch öffnen. Oh, ich kann das Handbuch nicht öffnen. Oh, da bin ich ja. Wie günstig. Warum kann ich denn das Handbuch nicht öffnen? Hä? Kannst du es öffnen? Nee, Moment mal. Das ist Pause. Ja, genau, da ist es. Die Pflanzen müssen wir jetzt wegmachen. Oh Gott. Jetzt habe ich diese Seite entdeckt, das ist ja schrecklich. Wie viel kommt denn da noch? Da ist jede Menge. Ja, okay, jetzt entfernen, verstorben. Müssen wir die Pflanzen einfach rausziehen vielleicht? Oder müssen wir da jetzt mit irgendwas ran? Mit Sonne ist jetzt das Eis geschmolzen und dann können wir zuppeln. Genau, einfach rausziehen. Okay, ja. Okay. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Wie viel waren das? 11, ne? Ja. Wow. Mach sie nicht alle ohne mich, Daniel. Muss ja schon mal überhaupt an eine hinkommen. Ja. Ach so, ich muss ja hier wieder. Ach du Schreck. Ey, diese Sache mit den Hebeln, ne? Ja. Ich darf nicht. Ich darf nicht den Fehler machen. Könnte es vielleicht mal so gehen, freundlicherweise? Nein. Oh, das ging erstaunlich schnell wieder. Ein Hebel zu. Nee. Mann. Da und da. Wow, hey. Okay, ich komme wieder rein. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal raus. Das war mühsam genug. Ich gucke mir mal einen unteren Bereich an, ob da auch noch Pflänzchen sind. Ja. Ah, halt. Nicht wegtreiben. Wie macht man denn das jetzt? Du hast die einfach rausgezogen, und dann rausziehen, ja. Tja, so leicht finde ich es nicht. Ganz schönes Gezuppel hier. Hallo? Die geht ja mal gar nicht raus. Dauert manchmal ein bisschen und manchmal ist auch ein bisschen winkelabhängig natürlich. Ja. Ach man. Muss halt auch mit der Hand quasi, mit der, wo du dich festhältst. Oh, jetzt habe ich aber. Jetzt ziehe ich doch mal schon mal richtig doll hier. Ja, ich weiß, man muss sich eigentlich. Ah, ich hab's. Okay, hat eine Weile gedauert. Jetzt kann ich. Warte mal. Nein, darüber. Oh, jetzt strampel dich doch mal dahin, Junge. Das kann aber auch alles ewig dauern, im Zweifel. Okay, warte mal. Oh, die ging schnell tatsächlich. Hätte nicht so eine gute Wurzel gehabt. Haben wir denn eigentlich jetzt auch einen grünen Daumen oder ist es dann eher so umgekehrt? Wahrscheinlich der rote Daumen, weil wir ziehen ja die Pflanzen jetzt. Ja. Ist das krüppelig hier? Geh raus. Wunderbar, die habe ich auch. Irgendwann klappt's tatsächlich, ja. Oh yeah! Nee, wollte die andere da. Wow. Okay. Ich sehe tote Pflanzen. Sie sind überall. So, nochmal Handbuch. Verarbeite die Mineralproben, um den Bodenspender aufzufüllen. Das ist dann das mit dem gelben Säckchen da? Nee. Ja, doch, da gibt es ja irgendwo ein gelbes Säckchen. Nee, das ist ja neuen Samenpflanzen dann, fürchte ich, ne? Oder? Das ist doch, da ist doch so eine Pflanze abgebildet auf dem Säckchen. Ja, wir müssen aber da, glaube ich, nochmal, schau mal, da unten links ist nochmal sowas 6 plus 5 und irgend so ein Hebel und das gelbe Säckchen. Das heißt, wir müssen das gelbe Säckchen wahrscheinlich irgendwo hinbringen. Warte, wie heißt es? Verarbeite die Mineralproben um den Bodenspender. Oder ist es die, ist es der Punkt 3? Ah, wir haben doch die Mineral... 1, ja, 2, die 3, Mineralproben, ja. Die müssen wahrscheinlich geschreddert werden oder sowas. Geschreddert, Apparat. Eingesaugt und irgendwie so. Ach du Schreck. Ja gut, gucken wir mal, wo hier was statt... Oh, da ist ja ein Knopf. Drück den mal bei dir. Hat er gleich gemacht? Hat er prompt gemacht? Mit dem Fuß. Fast. Mineralspender. Ist denn eigentlich hier drin noch... Ist hier drin noch irgendwas... Hier ist doch dieses Rad. Kann man da mal was machen? Da passiert nichts. Da passiert nichts. Ich kann mich hier nicht festhalten. Okay, da geht noch nichts.
Das hier ist erst am Ende mit O2. Oing. Da passiert nichts. Oh, guck mal, ich sehe ein Secret. Auf der linken Seite blinkt was. Ach ja, stimmt. Wir kamen ja da links noch nicht rein bisher. Was ist denn da? Da muss es sich vorbei. Oh, Entschuldigung. Da muss er sich... Und schickt mich hier noch richtig weg hier. Da ist dieses Säckchen. Ah, hier ist ein Hebel. Oh, da geht es ja noch sehr viel weiter. Da sind die Mineralproben. Okay, ich mache den Hebel. Ah, na, fast. Nein. Oh, scheiße. So. Na, komm, ich hat's doch schon auf der Seite. Was soll denn der Scheiß jetzt hier? Ey, das ist so krüppelig. Das ist so super krüppelig. So. Ey, hallo? Zum dritten Mal. Ich habe diesen Hebel gemacht. Soll ich dir mal so Hand geben? Ja, mach mal den Hebel da. Obwohl der nicht gelb ist. Ach, die geht ja so auf. Ach, habe ich ja ganz vergessen. Nein, jetzt habe ich die Pflanze gegriffen. So? So. Oder musst du andersrum? So? Also so war er vorher. So wie du jetzt machst, müsste er eigentlich, aber er macht jetzt noch nichts. Ach, guck mal, eine Schaufel haben wir ja auch. Okay, ach du Schreck. Okay, warte mal. Kann ich den festmachen, die Schaufel? Der geht noch nicht. Also der hier hat ja wohl Strom. Ah, nein, ich habe die Schaufel verloren. Okay, geht's ja auch noch nach oben. Halt, halt, halt. Super. Ah, Mann. Wenn das Schlimme ist, wenn ein Arm angelegt ist, dann steuert der immer in die andere Richtung. Ah, Mann. So, was war das denn? Ach, das ist der Stampfer. Ah, jetzt habe ich den Stampfer aktiviert. Das ist natürlich... Der muss erstmal wieder zurück. Mann! Alter, ich werde wahnsinnig hier. Dann müssen wir dann da unten mal was raus, wahrscheinlich, oder? Es kann doch nicht so schwer sein, da mal zu drücken. Ich halte mich jetzt vor allen Dingen mal fest. Das bringt ja sonst gar nichts. Hey. So, erstmal wieder zurück. Ach, das kann man schon rausnehmen. Ja, das muss wahrscheinlich gestampft werden, nehme ich mal. Ja, ja. Na dann, vielen Dank. Bring es mal in Position. Ich guck mal, was hier oben ist. Wo ist denn die Position? Die Position ist links von mir da unten, da wo ich den roten Knopf gedrückt. Oh. Oh, oh. Ich habe aus Versehen den nächsten gedrückt. Was passiert denn hier? Ah, ich habe mich in die Space-Zentrifuge eingeschlossen. Hilfe! Waschmaschine! Scheiße! Oh nein, oh nein, oh nein. Ah! Oh, jetzt wird's schmerzhaft. Oh, Kacke. Nein, ich... Hört es auch irgendwann wieder auf? Scheiße. Schleuderprogramm. Oh, das ist nicht lustig. Was mache ich denn jetzt hier? Oh, oh, es hat aufgehört. Es hat aufgehört. Na, hast du Kopfschmerzen? Schnell wieder hier raus. Da müssen wir irgendwie... Achtung, wo wir schon bei Pflanzen sind, die Spreu vom Weizen trennen wahrscheinlich. Mhm. Okay, ja, das muss da irgendwie... Da, wo ich jetzt hinzeige. Ja, ich habe das jetzt versehentlich irgendwie losgelassen. Die macht ja schon wieder... Was macht denn diese Waschmaschine da? Okay, Es kommt so langsam, es kommt so langsam. Komm her. Komm zu deinem Glück. Oh Gott. Ja, aber das jetzt da hinzulegen ist auch so eine Sache, ne? Also hier. Bitte jetzt nicht drücken, ich bin noch drin. So. Es wäre aber jetzt schon ultra witzig zu wissen, was passiert, wenn man dich stampft. Ja, okay, drück mal. Ich will es jetzt auch wissen. Nachdem ich schon. Nachdem ich schon in der Waschmaschine drin war. Warte mal, muss ich mal hier irgendwo entlang. Oh Gott. In echt würde ich das nicht ausprobieren wollen. Bonk. Okay. Da passiert ja gar nichts, schade. Bin unkaputtbar. Bleib dran, bleib dran. Jetzt kannst du. So. Jetzt kannst du das Richtige machen. Nein, nicht da rein. Nicht da rein. Ich halte dich fest. So. Ja, das ist, glaube ich, gerade. Ach, soll ich dich nicht festhalten? Okay. Nee, bitte nicht. Bitte ich halte dich nicht fest. Ich habe losgelassen. Hä? Ah, jetzt bin ich wieder gefährdet. Hilfe, weg. Ich hol schon mal das nächste. Wie ja. Bist du da? Ah, okay, da kann man echt reingreifen. Ist ja cool. Na komm, auf. Rein da mit dem... Ach super, jetzt ist die Schaufel da im Weg. Mm. Ich habe gerade hier meine eigenen Probleme. Warte mal. Ah, greif doch mal da. Okay, hab alles raus. Eins macht sich schon auf dem Weg nach draußen. Das wollen wir nicht. Soll ich die Schaufel mal wegmachen? Ich guck mal, vielleicht. Ja, jetzt hängen die natürlich damit. Guck mal, jetzt haben wir gleich alle drei da drin. Ja. Wäre doch auch lustig. Boing. Okay,
Okay, Schaufel weg. Und go. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt können wir theoretisch zwei auf einmal crashen. Komm auf, lass mich doch da den blöden Knopf drücken. Ja, das sah gut aus. Ja. Boah! Ah, hui. Ach, hier unten kann man das aktivieren. Jetzt sicher erst. Das muss man nur das Gelbe da irgendwie reinbringen. Das aktiviert sich noch nicht. Ach, muss man das hier rausnehmen? Ja, ich bin schon beim nächsten Schritt. Guck mal hier, da. Ah! Ich saug schon mal ein bisschen was ein. Moment, ich würde noch mal, hebeln. Achtung. Naja, das stört ja nicht. Wenn ich da nicht gerade reinfliege, stört's nicht. So, warte. Okay. Irgendwann werde ich den Hebel auch noch treffen. Oh, ist das spannend. Doch, ist das spannend? Jawohl, okay. Okay, jetzt wird gesaugt. Warte, warum? Zeigt es uns irgendwo an, wann wir alles haben? Ach, das saugt jetzt quasi da oben da, rein, ja, in den Dings rein, ne? In die Waschmaschine? Ja, ja. Oh Mann, ey. Das ist gar nicht so leicht da. Warum kriege ich denn den Scheiß da jetzt nicht raus? Warum saugt der denn nicht? Saugt der? Mal A drücken oder R. So, ja. Oh, jetzt müssen diese Krümel da ganz hinten sein, ne? Und ey, vor allem, die fliegen ja hier wieder raus, ich, ne? Ich seh schon, ja. Die kommen... Oh, haben wir da irgendwie eine Luke vorhin aufgemacht? Nee, die geht zu, wenn man drin ist und startet. Das heißt, ja, einer muss... Das Zeug schwebt hier raus gerade. Ja, ich sehe es. Einer muss im schlimmsten Fall die Reise mitmachen. Weißt du? Mann, ich will da runter. Warum müssen diese Krümel denn... Das ist so scheiße. Oh Gott. Ey, wie man sich hier ständig verkantet. Das ist so eine Vollkatastrophe. Soll ich mal rein? Hey, da ist schon wieder eins weg. Soll ich mal rein und gucken, ob es ausreicht? Ich glaube, man muss die auch nochmal durchgängig aufsaugen, oder? Also halt. Mit dem Kopf gedrückt. Ich will mal gucken, was jetzt passiert. Ob das überhaupt die Lösung ist. Aber muss es ja eigentlich sein. Ah, guck, ja, die werden klein gemahlen? Nee. Ich mach die Reise mit. Mein Glück, dass du nicht klein gemahlen bist. Ja. Würde ich auch sagen. Das sieht so furchtbar lächerlich aus, wenn du da so mitschwebst. Aber irgendwie bleiben noch... Ah ne, jetzt sind sie alle weg. Tatsächlich erfüllt. Sehr gut. Haben wir die gar nicht alle gebraucht? Ich denke nicht. Aber es ist die Frage, wie viel man braucht, ne? Ja. Und hätte es eine Möglichkeit gegeben, dass man das von außen so aktiviert, dass man nicht selber mitfahren muss? Also ich habe ein bisschen Schleudertrauma, aber passt schon. Oh. Haben wir da ein Section jetzt? Hast du ein Section irgendwo dran gehabt? Jetzt glaube ich, müssen wir diesen... Oh. Diesen ja, genau, hier umlegen. Ich dachte, vielleicht müssen wir erstmal ein Section irgendwie dran hängen, falls es eins ist. Oder es kommt da raus. Um Gottes Willen, Mann. Ey, diese Hebel zu ziehen ist ja schon so krüppelig. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe die Theorie, dass ich mich hier so ranhänge und dann... Oh, jetzt strampel doch mal dahin! Alter, so, das wollte ich machen. Da geht nur die Kaffeemaschine an, da kommt Kaffee... Guck mal, wir halten Händchen anstatt den Hebel. Hey, lass meine Finger in Ruhe. Nee, da passiert Mann, das Säckchen. Ja, okay, okay, dann holen wir uns jetzt ein Säckchen irgendwo. Also hier ja wohl nicht mehr. Oder? Du hast recht. Warum zumindest keine gesehen? Wir brauchen den Rucksack. Den gab es vielleicht zentral irgendwo. Ach, hier unten könnte er sein. Warte. Ah, ja, ja, ja. Stimmt, da ist auch eine Schaufel noch drin, ne? Ich hab ihn schon. du hast mich am Fuß. Ja, stimmt. Ach, Mann. Ich musste umdenken mit den scheiß Händen. Das ist furchtbar. Geh ja mal weg, damit ich in den Weg rumstehe. Oh Gott. Was ist da raus? Oh. Muss es da ran, oder was? Ja. Oh, oh, ich komm zurück, Achtung, ich komm zurück! Du kannst jetzt den Hebel machen, weil da komme ich nicht mehr richtig hin. Oh, ich kann die Section nehmen und du kannst es nehmen. Ja, okay, okay. Oh, weia, ist das alles mühsam. Ah, jetzt kann ja nur noch Stunden dauern, bis ich diesen scheiß Hebel wieder betätigt habe, warte. Oh, das ging erstaunlich schnell. Da, hat es gereicht? Ja. Okay. Glaube ich schon, der Sack ist voll. Mir sowieso. Für die Folge reicht's auch, sage ich mal rechtzeitig. Ach so. Diesmal. Ja.
Und dann gucken wir, was der wir Sack hier... Der Sack ist voll, die Folge ist voll. Guck mal, wie schön wir hier synchron schweben. Fehlt mir nur noch das Säckchen, dann würde es passen. Oh, ah. Schau mal, das Säckchen, das saugt sich automatisch ja, an. Ja, und jetzt saugt es wieder aus. Das sieht aus, als hätte das so kleine M&Ms oder so drin hier. Ich habe jetzt eher an Edelsteine gedacht, aber gut. Ja, okay. Oder so, ja. Bei dir spricht der Magen, ich merke schon. Nein, ich habe nur bunte kleine Kügelchen gesehen. Okay, liebe Leute, dann schaut mal schön auf den Kanälen vorbei in der Zwischenzeit, bis hier die nächste Folge aufschlägt. Bei mir ist der Daniel verlinkt, Kanal AFK, habe ich übrigens viel zu selten gesagt, so heißt der Kanal, aber das findet ihr dann schon selber raus. Und bei ihm wird es dann wohl der Spielsatz Feld sein. Ja. Genau, so schaut's aus. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.